Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie man mit Variablen und Parametern bei einem Integration Service Datenpaket Vereinfachungen erzielen kann. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Wie eingangs erwähnt, besprechen wir heute Variablen und Parameter. Beginnen wir mit den Variablen. Diese können für jedes Datenpaket angelegt werden und sind nur innerhalb dieses Datenpakets auch verfügbar. Die Erstellung einer Variable im Visual Studio kann im Paket über das Symbol Variable das entsprechende Fenster geöffnet werden. Es kann aber auch über den Menüpunkt eingefügt werden. Dort in diesem Fenster kann ich nun mit Variablen hinzufügen eine neue Variable anlegen. Diese kann ich einen Namen vergeben, Testvariable und habe auch noch den entsprechenden Datentyp zur Auswahl. Als nächstes kann ich noch einen statischen Wert angeben oder, was auch sehr beliebt ist und auch sehr hilfreich ist, ist die Verwendung eines Ausdrucks. Beispielsweise kann ich nun automatisch oder mit Ausdrücken arbeiten, um das aktuelle Jahr oder weitere hilfreiche Funktionen anwenden zu können. Beispielsweise kann ich nun mir das aktuelle Jahr einfach durch diesen Ausdruck automatisch in diese Variable speichern. Diese wird dann zur Laufzeit entsprechend ausgewertet. Nun, wenn ich diese Variable definiert habe, kann ich diese in den meisten Komponenten vom Visual Studio einsetzen. Beispielsweise mit dem Task SQL kann ich nun bereits für eine SQL-Abfrage diesen Parameter durch hinzufügen. Zunächst muss ich noch eine Datenverbindung angeben, kann ich diese entsprechend hinzufügen und kann hier beispielsweise auf diese Variable dann zurückgreifen, User Test Variable. Diese Variable kann ich dann nun entsprechend in meinem SQL-Skript einsetzen. Wie ihr seht, könnt ihr damit mit diesem Einsatz von Variablen Abläufe im Datenpaket wesentlich vereinfachen. Die Variable kann ich dann auch mit einer Debugging-Funktion entsprechend auch analysieren und auswerten. Kommen wir nun zum zweiten Themenpunkt, dem Parameter. Dieser eignet sich hervorragend, wenn ich ein Datenpaket von außen gezielt steuern möchte bzw. parametrisieren möchte. Angenommen, ich habe ein Datenpaket bereitgestellt und möchte dieses manuell für ein bestimmtes Jahr ausführen, dann kann ich mit Parametern das erreichen. Wie kann ich nun einen Parameter erstellen? Dazu gibt es wie auch bei den Variablen wiederum einen Aufruf und zwar hier im Datenpaket unter Parameter und es ist eine sehr ähnliche Vorgehensweise wie bei den Variablen und zwar kann ich hier einfach einen Parameter angeben und auch einen Namen dafür vorsehen. Beispielsweise kann ich in diesem Parameter das Jahr speichern, wähle den Datentyp N32 aus und kann aber auch einen Standardwert hinterlegen, beispielsweise 2021. Des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit, diesen Parameter als erforderlich oder als nicht erforderlich anzugeben. Wichtig ist auch bei der Entwicklung eine entsprechende Beschreibung für diesen Parameter anzugeben. Beispielsweise, wenn ich nun das Jahr für diesen Parameter vorsehe, dann sollte ich auch noch angeben, in welchem Format ich das angeben möchte. Eben in dem Format der vier Zahlen. Des Weiteren habe ich nun die Möglichkeit, diesen Parameter so für dieses Datenpaket bereitzustellen und auch, dass ich diesen
Parameter nun entsprechend auch in meinen Variablen anwende. Beispielsweise kann ich nun auch in dieser Variable anstatt der automatischen Anzeige des aktuellen Jahres auch auf einen Parameter zurückgreifen, der hier verfügbar ist. Und mit Ausdruck auswerten erhalte ich auch den Standardwert für diesen Parameter. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen beiden Funktionen das Datenpaket wesentlich intelligenter und auch vereinfachen hinsichtlich der Ausführung. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Vielen Dank für das Abonnieren und eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.